Moinsen, du hast jetzt also deine Reifendrücker eingestellt, fährst so mit dem richtigen Setup, also das Safe oder das Aggressive Preset und möchtest jetzt die Strecke lernen? Na dann los, lasst uns reinspringen, ich gebe euch vielleicht so ein paar Hints, die euch was bringen und die euch das vereinfachen werden, eine Strecke zu lernen. Also, wir sind im Auto, wir schmeißen die Schüssel wieder an, schmeißen noch kurz den Pitlimit da rein, damit wir keinen Ärger kriegen und dann geht's los. Und dann werde ich euch so ein, zwei kleine Kniffe zeigen, die euch am Anfang helfen können. Wir fahren mal ganz, ganz langsam. Wir fahren hier über die weiße Linie rüber. Das macht man normalerweise nicht. Dafür gibt es eine Strafe. Aber ich möchte das machen, um das hier ein bisschen abzukürzen. Und zwar sind wir gerade auf der Strecke Monza. Und Monza hat eine sehr schöne Eigenschaft. Man kann die Bremspunkte sehr, sehr gut sehen. Wenn wir jetzt hier mal drauf zufahren, kann man hier so ein bisschen erahnen, ab wann man hier bremsen muss. Weil, achte mal kurz auf den Mauszeiger. Hier oben an dieser Stelle, wo der Mauszeiger ist, verfärbt sich der Asphalt. Achtet mal auf den Mauszeiger. Und ich drücke auf Drive. Dann seht ihr vor uns so eine kleine Verdunklung vom Asphalt. Was meistens darauf hindeutet, auf den meisten Strecken, dass das der Bremspunkt ist. Das heißt, wenn man sich das jetzt hier anguckt, kann man sagen, so ungefähr zwischen 150 und diesem Strich da vorne, könnte man bremsen. Und das stimmt. Wenn wir jetzt also hier drauf zufahren, hier wird es dunkler, kann man hier ab 150 ungefähr bremsen, um dann für diese Kurve anzubremsen. Wir fahren mal weiter zur nächsten. Also hier fahren wir dann halt natürlich durch. Die Gänge findet man dann ja relativ zügig raus, wenn man merkt, wie gut man um die Kurve kommt. Und dann kommen wir zu einer nächsten Sache, die ich persönlich sehr schön finde. Achtet mal bitte an der Seite bei Monza auf diese orangen Markierungen. Das sind so die Markierungen für die Streckenposten, dass sie auf die Straße kommen. Das heißt also, wenn wir jetzt hier beispielsweise mal gucken, können wir auch hier vorne wieder sehen, ab wann der Asphalt ein bisschen dunkler wird. Und an dieser Stelle kann man bremsen. Das heißt also visuell, wenn man beispielsweise nachts fährt, sieht man die visuelle Verfärbung auf dem Boden nicht. Aber rechts an der Seite können wir so einen kleinen orangen Strich sehen an der Bande für den Streckenposten, der uns sagt, oh, da ist der Bremspunkt. Das heißt also, wenn es beispielsweise dunkel ist und wir können die Asphaltverfärbung nicht sehen, können wir das nehmen. Man sollte sich nämlich immer als Bremspunkte Punkte nehmen, die nicht verschwinden können. Das heißt, wenn wir uns Bremsschilder nehmen können, das passiert zum Beispiel auf Mount Panorama in Australien, da sind sehr oft in einer Kurve werden die Bremsschilder weggefahren und dann kannst du nicht mehr sehen, wo du bremst. Das heißt, du solltest Bremspunkte haben, die immer fest sind und sich nicht ändern können. Das heißt also, wenn wir jetzt hier schon mal schauen, sehen wir vorne, hier fängt der Asphalt an, sich zu verfärben und da ist dieser Strich. Das heißt also, wenn wir den sehen, können wir, sagt unser Gehirn, oh, Bremspunkt, let's go, rein in die Bremse. Fahren wir mal weiter zum nächsten Punkt, weil Monza ist wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür und deswegen auch eine relativ gute Anfängerstrecke, um sich damit reinzuwuseln, weil hier sehr viele dieser Hinweise stattfinden. So sehen wir jetzt hier beispielsweise wieder rechts an der Seite einen Strich und da vorne kommt noch einer. Und dieser ist eigentlich auch, also nicht eigentlich, sondern ist auch ein Punkt, wo man bremsen sollte. Hier kann man dann bremsen, sich vorbereiten und schalten und dann in die Kurve reinfahren. Und hier bei der nächsten Kurve gibt es auch so einen Strich. Da vorne sieht man den weißen rechts an der Seite. Und das ist auch der Indikator für den Bremspunkt. Wenn wir jetzt mal darauf achten, ist das auch wieder sehr ähnlich mit der Verfärbung von dem Asphalt da vorne. Da ist meistens nur so ein ganz kleines Stück dazwischen. Das heißt also, wenn ihr jetzt als Indikatoren am Anfang den Asphalt nehmt und den Strich an der Seite, könnt ihr so ungefähr immer so ein Fenster bauen, wo ihr bremst. Und je mehr ihr natürlich fahrt, desto mehr habt ihr das inne, weil euer Körper macht das irgendwann von alleine. Also da müsst ihr ja noch nicht mehr groß überlegen, sondern ihr fahrt drauf zu, ihr seht das, bam, rein in die Bremse und los geht's. Und das passiert sehr viel automatisch. So, wenn wir jetzt hier durchfahren, kommen wir zum nächsten Punkt. Upp. Und da können wir das auch beobachten. Und deswegen mag ich Monza so gerne als Einsteigerstrecke, weil hier werden dir diese Sachen, wenn du sie weißt, beigebracht. Und so kannst du auf den anderen Strecken... Oh, da bin ich zu weit. Da ist der Streckenposten. Und auch hier kann man wieder sehen, der Asphalt ist hier vorne wieder ein bisschen dunkler.
Und der Strich dahinter, also der Streckenposten, ist ein bisschen weiter nach vorne geschoben. Also haben wir wieder zwischen dem und dem ein Fenster, wo wir bremsen können. Das heißt also, von hier bis da vorne haben wir so ein Fenster, in dem wir anbremsen sollen. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Also wir bremsen nicht alle an derselben Stelle, weil, und das ist Advanced Tactics, da kommt später auch nochmal ein Video dazu, wenn ihr das gerne möchtet. Aber es gibt gewisse Mechaniken, das nennt sich Trailbraken, das heißt in die Kurve reinbremsen. Das sind aber Sachen, die für euch jetzt erstmal nicht wirklich von Relevanz sind. Da kann man dann auch ein bisschen später bremsen. Und da holt man dann natürlich sehr viel Zeit raus. Da, nämlich auf der Bremse gewinnt man am meisten Zeit. Nicht die Schnelligkeit des Autos, sondern auf der Bremse. Wenn wir jetzt hier beispielsweise mal reinfahren, wird das ein bisschen schwieriger. Hier ist ein Beispiel, wo ich sagen muss, da habe ich mich sehr, sehr lange sehr schwer getan, weil du hast jetzt hier den kompletten Strich runter, einfach nur eine schwarze Linie. Die fängt jetzt hier, wo ich stehe, schon an. Dann haben wir ein 100er-Schild, ein 50er-Schild und hier ist nirgendwo wirklich ein Indikator, mit dem du was anfangen kannst. Du könntest jetzt rechts die Laterne nicht nehmen, die Laterne davor kannst du nicht nehmen und dann stehst du nämlich da wie kahl Arsch in der Sonne. Jetzt habe ich für mich, wenn es hell ist, folgende Sache in meinem Kopf verankert. Da vorne ist so ein etwas dunklerer Strich in der Mitte. Also wir haben jetzt hier vorne vor unserem Auto so 2, 3 Meter. Da sind einfach nur vereinzelt Spuren. Und dann da ein bisschen weiter vorne ist so ein langer, dicker, schwarzer Strich, der da durchzieht. Und ab da bremse ich. So Pi mal Öre. Und das musst du am Anfang, also ab hier. Der sieht von hinten halt ein bisschen dunkler aus. Und ab hier fange ich dann an zu bremsen. Ich habe leider Gottes, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, noch nicht einen einzigen Punkt hier gefunden. Vielleicht gibt es da draußen ja einen, der mir einen verraten kann, den ich verwenden kann, um das festzumachen. Das heißt, es gibt manchmal auch Kurven, die haben wirklich ganz, ganz, ganz beschissene Indikatoren oder gar keine Indikatoren. Zum Beispiel Zandvoort ist so eine Strecke, da ist eine Kurve, da gibt es keinen Indikator. Da gibt es nichts. Das nicht, das machst du einfach aus dem Bauch raus und so fängst du dann an, an den Kurven sozusagen was zu lernen und rum zu experimentieren. Aber bis du dann irgendwann an diesem Punkt bist, denke ich mal, wirst du die Basics schon verarbeitet haben. Das heißt also, wenn wir unser Wissen jetzt mal nehmen, wie wir eine Strecke und Bremspunkte lernen können, wenn ihr das alleine machen wollt, wohl bemerkt, weil ich gebe euch auch gleich nochmal eine Alternative, dann fahrt ihr also los, dann habt ihr diese Strecke jetzt langsam abgefahren, habt euch visuell angeguckt, habt euch erstmal so einen Bremspunkt ausgesucht. Wir wissen jetzt hier vorne zum Beispiel 150. Können wir hier schön entspannt bei 150 reinbremsen, können in die Kurve reinfahren und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Da wissen wir, da haben wir abgespeichert, da ist rechts an der Seite ein Streckenposten, da ist eine orange Marke, die Bremsspur vorne, die dunklere, ist ein bisschen weiter vorgezogen. Das heißt, wir wollen zwischen diesen beiden Punkten anfangen zu bremsen. Das ist ungefähr beim 150-Meter-Schild. Reinbremsen, können wir direkt draufdrücken. Dann können wir hier ganz entspannt durch die Kurve durchfahren. Gas werdet ihr für euch auch noch rausfinden, was das Richtige ist und was nicht richtig ist. Hier wissen wir auch, aha, der orange Punkt. Da können wir dann auch noch mal kurz in die Bremse drücken. Ein bisschen früher. Das wird man dann auch für sich rausfinden. Ich bremse ja immer ein bisschen früher. Hier haben wir den weißen. Da können wir dann auch draufdrücken und durchfahren. Dann kommen wir wieder zu dem nächsten Punkt, wo wir wissen, da steht der Streckenposten. Der schwarze Streifen ist etwas zurückgezogen, das heißt, wir müssen zwischen diesen beiden müssen wir dann anfangen zu bremsen. Darauf achten wir jetzt, da konzentrieren wir uns drauf. Dann sehen wir diesen Punkt, hämmern in die Bremse rein und können wir in die Kurve fahren. Und dann fahren wir ganz entspannt hier wieder raus. Und dann fahren wir zum nächsten Punkt. Da wird es, wie gesagt, ein bisschen schwieriger. Vielleicht hat der ein oder andere von euch da draußen einen Vorschlag, wo er das am besten macht. Für mich hat das bis jetzt aber funktioniert, wie ich das gerade gesagt habe. Dass ich hier reinfahre und dann sehe ich, dass es dunkler wird. Boah, das war schon ein bisschen spät. Und dann kann ich hier wieder durchfahren. So, jetzt kommen wir wieder zu dieser Kurve. Und hier gibt es auch ein sehr, sehr schönes Beispiel, was uns helfen kann beim Rausbeschleunigen. Das heißt, wenn wir jetzt hier in die Kurve reinfahren, beispielsweise, wir lassen uns dann ein bisschen rollen, dann sehen wir da vorne, sehen wir so einen Streckenposten. Hier rechts an der Seite. Und dieser Streckenposten
wenn der jetzt, wenn ihr beispielsweise durch die Kurve fahrt und er taucht visuell in eurer Peripherie auf, wisst ihr, ab hier an müsst ihr gleich wieder beschleunigen. Das heißt, um eure Fahrkünste jedes Mal immer wieder gleich zu reproduzieren, habt ihr Punkte zum Anbremsen und Punkte zum Rausbeschleunigen. Und dann wisst ihr, dass ihr an gewissen Punkten zu gewisser Zeit sein müsst und etwas tun müsst. Das heißt, wenn ihr euch am Anfang das Fahren beibringt, könnt ihr nach diesen Punkten Ausschau halten, nicht nur zum Bremsen, sondern auch zum Rausbeschleunigen, um jedes Mal dasselbe zu machen. Jetzt kommen wir zu dem Cheatcode. Mittlerweile ist es ja nun mal so, dass wir ganz, 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 ganz viele wundervolle Content-Creator haben, die da draußen Schreckenguides machen. Das heißt, wenn du vielleicht ein bisschen schneller lernen möchtest und dir diesbezüglich etwas helfen lassen möchtest, kannst du dir gerne von deinem Lieblings-Content-Creator eine Runde anschauen, wo er das erklärt. Beispielsweise ist Mabix dafür ein sehr, sehr guter Content-Creator, der macht sehr, sehr gute Guides, würde ich euch unten reinpacken. Könnt ihr auch mit reinschauen. Aber worauf ihr achten solltet, und das ist das kleine bis mittelschwere Aber. Ich würde euch wirklich empfehlen, wenn ihr einen Content-Creator schaut und ihr wollt euch eine Runde abgucken und die Bremspunkte, versucht darauf zu achten, dass er dasselbe Auto fährt. Aus dem ganz einfachen Grund, weil alle Autos eigene Charakteristika haben. Das heißt, wenn ihr jetzt beispielsweise einen Porsche habt, der unfassbar starke Bremsen hat, kann der viel später bremsen. Das heißt, das würde bei euch dazu führen, sagen wir mal, ihr fahrt jetzt den McLaren, der hat nicht so starke Bremsen oder nicht so gute Bremsen, dass ihr diese Bremspunkte nicht reproduzieren könnt und euch wahrscheinlich wundert, hä, wieso kann der denn da jetzt bremsen? Plus, und das dürft ihr auch immer nicht vergessen, diese Leute fahren oft mit Setups und nicht irgendwelche Standardsachen, sondern für sie und ihren Fahrstil gemachte Setups, was auch bedeutet, dass die Bremsleistung ein bisschen anders sein kann und sie ein paar andere Fähigkeiten besitzen, wo wir später irgendwann in diesem Guide auch nochmal drauf kommen, um gewisse Bremspunkte auch anders zu nutzen für die Kurven. Das heißt, das sollten für euch nur Anhaltspunkte sein, an denen ihr euch orientieren könnt, denn euer Fahrstil entspricht nicht dem Fahrstil des Content Creators, der dort gefahren ist. Noch ein kleiner Hinweis, ein liebgemeinter Hinweis, fordert euch, aber fordert euch nicht zu doll. Wenn ihr zu doll fordert, könnt ihr sehr schnell den Spaß verlieren. Das heißt also, wenn ihr meine Rundenzeiten fahren wollt, könnt ihr das eventuell schaffen, wenn ihr super Naturtalente seid. Kann aber auch sein, dass ihr sie nicht schafft und dann könnte das sehr schnell frustrierend sein, wenn ihr euch das als Ziel gesetzt habt für, ich sag mal, eine Woche oder zwei und ihr wollt unbedingt das schaffen. Dann kann das zu sehr großen Frustrationen führen und ihr schmeißt das einfach wieder in die Ecke. Also genießt wirklich das Autofahren, zelebriert das, habt Spaß, setzt euch realistische Ziele, eine halbe Sekunde schneller, morgen, nächste Woche und dann tastet euch da langsam ran. Falls ihr noch Themen habt, wo ihr gerne zu was hören möchtet, könnt ihr das super gerne in die Videobeschreibung, sage ich schon, in die Kommentarsektion schreiben. Ihr könnt mir auch gerne euer Feedback dalassen, ob euch das geholfen hat oder nicht geholfen hat. Lasst ein Däumchen da, ob hoch oder runter und macht die Glocke an. Lasst es euch gut gehen. Vielen Dank und bis denn.